Moin, Flexlock hier. Das hier ist das Review der neuen Endgame Gear XM2 8K und es war mir ein wirkliches Vergnügen, die Maus zu testen, nicht auszupacken. Los geht's nach dem Intro. Wir hatten vor einiger Zeit ja schon die OP1 8K von Endgame Gear getestet, obwohl es technisch gesehen die derzeit beste Gaming-Maus ist, wenn man die hohen, La nein, die hohen eben nicht, die rohen Latenz- und Stabilitätsdaten betrachtet. So kam ich aufgrund der viel zu dünnen und dafür noch zu langen Abmessungen ab überhaupt nicht mit der Maus klar. Das ist zwar zum großen Teil eine subjektive Geschichte wie Shape generell, aber eben nicht ganz. Ich halte generell diese mindestens 1 zu 2 Verhältnisse oder mehr bei Gaming-Mäusen von Breite zu Länge nicht für ideal, denn die Grundidee, eine Hand ist deutlich länger als sie breit ist, also muss auch die Maus viel länger als breit sein, für eine veraltete und falsche Vorstellung. Es stimmt zwar, dass eine Hand länger als breit ist, aber erstens wird in der Regel nicht die gesamte von oben betrachtete Länge der Hand für den Grip bei der Maus verwendet, denn der Handballen liegt in aller Regel nicht auf der Maus auf, sondern befindet sich dahinter. Somit startet der für den Mausgrip involvierte Teil der Hand erst ungefähr im ersten Drittel der Handfläche, je nachdem, wie stark der Handballen ausgeprägt ist. Das reduziert dann schon einmal deutlich die genutzte Länge der Hand im Verhältnis zur Breite. Wenn dann noch die Finger, wie zum Beispiel beim oft genutzten relaxten Claw Grip, leicht gebeugt werden, dann ist die Hand ganz schön schnell genauso lang, wie sie breit ist. Beziehungsweise die Hand wird natürlich nicht kürzer an sich, keine Angst, lieber Donald, sondern nur der Bereich auf der Maus, der von der Hand genutzt wird. Jetzt könnte man sagen, okay, aber wenn die Maus etwas länger ist, dann ist das ja nicht schlimm. Dann steht vorne vor den Fingern bei einer kleinen bzw. kurzen Hand halt etwas über und eine lange Hand erreicht dann die Spitze der Main Buttons. Ja, kann man so sehen. Nur oft ist das Klickverhalten der Main Buttons am Anfang, also an der Verankerung der Maus, erheblich steifer als an der Spitze der Buttons. Der ideale Punkt, einen Main Button zu drücken, liegt meist ab dem Scrollrad bis zur Spitze. Erreicht man durch seine Handlänge diesen Punkt, dann ist aber oft die Maus zu schmal, sodass die Hand zusammengezogen werden muss, um die Maus zu fixieren. Und das ist dann oft kein entspannter Grip mehr. Um das mal zu demonstrieren, hier ein Extrembeispiel. Die MM720 von Cooler Master ist eine sehr breite Maus mit über 70 mm, ich glaube sogar 76 mm. Hier kann man die Hand ganz entspannt drauflegen, ohne sie unnatürlich zusammenziehen zu müssen. Hier können sich die Muskeln der Hand also ganz der Mausbewegung und Fixierung widmen und müssen nicht permanent dafür sorgen, dass die Hand so zusammengefaltet wird, dass sie überhaupt die Maus halten kann. So wie eben zum Beispiel bei der OP1 8K. Natürlich variieren Handgrößen genauso wie Mausgrößen und was für den einen passt, passt für den anderen nicht. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass Maushersteller in der Absicht, ihre Maus für möglichst viele Menschen passend zu machen und somit möglichst viele Mäuse zu verkaufen, zu dünn im Verhältnis zur Länge machen. Von der Breite der Maus soll sie halt auch für sehr kleine Hände passen und große müssen sich halt zusammenziehen und verkrampfen. Die Finger der kleinen Hände liegen dann weiter hinten auf den Main Buttons auf, die Finger großer Hände weiter vorne, aber für jeden passt es irgendwie von der Länge. Das kann man sehen. Dass die breitere Hand sich zusammenziehen muss, um die schmale Maus überhaupt zu fixieren, sieht man nicht direkt, weil die Maus unter der Hand verschwindet und man merkt es womöglich erst, wenn man Schmerzen in der Hand vom Verkrampfen bekommt oder wenn der Aim halt nicht so läuft, wie er laufen sollte. Es gibt nur sehr wenige Hersteller, die sich hier trauen, einen anderen Weg einzuschlagen und das Verhältnis von Breite zur Länge anders zu gestalten. So zum Beispiel G-Wolves mit der HDS2 oder, wie eben schon gezeigt, die Cooler Master mit der MM720. Beides natürlich Mäuse, die eher ein Nischendasein fristen und zumindest bei der MM720 auch andere Nachteile haben, die Maus für viele eher abschreckend wirken lässt. Der Mensch ist halt nur begrenzt anpassungsfähig und so nimmt man eher Sachen, die man kennt und die anderen auch alle haben. Also ändert sich an dem Breite zu Längenverhältnis in absehbarer Zeit, außer bei wagemutigen Herstellern wie G-Wolves, erstmal nix. Um jetzt den Bogen zur XM2 8K zu schlagen, um die es ja eigentlich geht, die ist halt einfach eine breitere OP1. Genauso lang, aber breiter. Oder die OP1 ist eine schmalere XM2, denn mit der XM1 gab es ja die Gehäuseform und Maße der XM2 schon vorher. Somit ist die XM2 8K für sehr viel mehr Handgrößen geeignet, im Prinzip für kleinere bis größere Hände gleichermaßen. Die OP1 8K würde ich nur wirklich sehr, sehr kleinen Händen empfehlen.
Was die Technik angeht, so ist es wie zu erwarten, genau wie die OP1, das Beste, was derzeit machbar ist. Und das ist eben teilweise nur machbar dadurch, dass die Maus verkabelt ist. Die OP1 wie auch die XM28K haben Main-Button-Schalter verbaut, die nicht erst beim Runterdrücken des Buttons unten einen Klick auslösen, also wie hier im Schaubild oben bei B, sondern schon oben bei B1, wenn sich der Kontakt löst. Man hat hier also einen klaren mechanischen Vorteil, der der Latenz zugutekommt und mit nur 147 Millisekunden den Bestwert aller von uns getesteten Mäuse darstellt. Das Kabel bei der OP1 und XM28K hat hier auch die verantwortungsvolle Aufgabe, die Schalter mit Strom zu versorgen, ohne auf einen Akku angewiesen zu sein. Ein Akku wäre bei dieser Schaltertechnik nämlich recht schnell leer, da ständig Strom fließt, nämlich die ganze Zeit, wenn eben keine Taste gedrückt wird, und der Stromfluss wird nur unterbrochen, also ein Klick ausgelöst, wenn eben geklickt wird. Genau umgekehrt wie bei handelsüblichen Schaltern eben. Das Kabel hat noch weitere Vorteile. So braucht man sich keine Gedanken um Aussetzer bei der Funkverbindung oder Interferenzen zu machen. Oder der Sensor hat ständig die volle Leistung zur Verfügung, denn es müssen keine ausgeklügelten Energiesparoptionen zur Akkuschonung eingeführt werden, die dann vielleicht schief gehen können. Verkabelte Mäuse haben einfach die rohe, maximale, verfügbare Power. Aber sie haben eben ein Kabel. Wer also eine Allergie gegen Kabel hat, ja, der hat hier halt entweder Pech oder sollte eine Desensibilisierung in Erwägung ziehen. Denn das Kabel der XM28K ist wirklich sehr flexibel und leicht und vor allem in einem Mausbungee so gut wie nicht zu spüren. Auf einem Glaspad sowieso nicht. Zumal das Kabel bei der XM2 in einem Winkel schräg nach oben aus der Maus hinausgeführt wird. Also, Sensor-Performance und Latenzen sind kaum zu toppen bei der XM28K. Das ist mal Fakt. Trotzdem möchte ich hier an der Stelle noch einmal erwähnen, dass auch die heutigen Spitzen-Wireless-Mäuse von den Leistungswerten her so gut sind, dass es in der Praxis kaum einen Unterschied macht. Betonung hier auf Spitzenmäusen. Auch wenn viele diese Wunschvorstellung haben und sich als Reviewer jede Menge Klicks generieren lassen, wenn man billige, extrem billige China-Mäuse als toll anpreist. Die diversen Billiganbieter aus China, die die Mäuse um $40 auf den Markt werfen, dass diese genauso gut sind wie andere viel teurere Mäuse, die teilweise aus den gleichen Fabriken kommen, das ist in aller Regel nicht so. Es gibt da nur sehr, sehr wenige Ausnahmen. Die meisten zeigen nach einer Weile derbe Stutter- und Lag-Probleme wegen schlechter Firmware oder fallen nach kurzer Zeit komplett auseinander, wie zum Beispiel die Main-Buttons oder Seitentasten, die sich ins Gehäuse verabschieden und nie mehr gesehen wurden und so weiter. Alles schon gesehen. Tut mir leid, aber ist so. Eine China-Maus von $35 kann man machen. Ist dann aber halt Kacke. Wie klicken sich denn die Main-Buttons der XM28K? Tja, genau wie die Vorgänger der XM1-Serie auch, würde ich sagen. Auf der Positivseite steht ganz klar, dass sie sich, egal wo man sie drückt, gleich anfühlen. Da die Main-Buttons der XM28K sehr, sehr groß sind, gibt es verdammt viele Stellen, wo man sie drücken kann. Auch ein entspannter 1:3:1-Grip ist einfach machbar. Das kann man ausschließlich positiv sehen, allerdings reichen die Haupttasten aufgrund der Größe bis über das Seitenteil, so dass Gamer, die ihren Ringfinger gerne auf einem hochgezogenen Seitenteil ablegen, hier das Nachsehen haben. Die Taster der XM28K sind nicht tauschbar wie die der OP18K, denn das XM2-Gehäuse ist keine komplette Neuentwicklung, sondern im Prinzip das bereits bestehende Gehäuse der XM1-Serie bzw. der XM2WE. Die Tasten haben so gut wie keinen Pre-Travel und hier wird's dann extrem Geschmackssache, auch so gut wie keinen Post-Travel, wie zum Beispiel die OP1 hat. Und das muss nicht unbedingt positiv sein, also keinen Post-Travel. Und das meine ich nicht nur wegen dem Klickgefühl an sich, was halt dazu führt, dass sich der Klick härter anfühlt. Nein. Verringert ein Spielraum vor dem Herunterdrücken der Taste die Gesamtlatenz teils erheblich, so kann ein nicht vorhandener Post-Travel aber zur Folge haben, dass sich die Taste ungewollt löst, wenn sie gedrückt gehalten werden soll. Also beispielsweise wilde Tracking-Szenarien in ADS bei gedrückter rechter Maustaste. Mir ist das trotz inzwischen nicht unerheblicher Erfahrung mit verschiedenen Gaming-Mäusen und deren Knöpfe hier bei der XM28K doch das eine oder andere Mal passiert. Muss man wissen. Kommen wir zu den Seitentasten und die sind wieder mal allererste Sahne. Also
jetzt wirklich. Egal, wo man besonders die hintere Seitentaste drückt, egal wie knapp am Rand, sie löst immer direkt aus. Durch die Form der hinteren Taste an sich und der Positionierung im Gehäuse ist diese Taste ganz einfach nur mit leichter Bewegung des Daumengelenks zu aktivieren. Lediglich die vordere Seitentaste hat etwas Spiel und kippelt ein wenig, wenn man sie ganz weit vorne drückt und hat daher Pre-Travel. Das ist aber natürlich eine Stelle, an der die Taste in der Regel eh nicht gedrückt wird. Auch das Mausrad ist wieder das typische bekannte Mausrad der XM1-Serie, was die einen lieben, die anderen hassen. Steps sind gut und Drück-zu-Drehwiderstand ideal. Das Rad ist aber halt sehr klein und sehr weit vorne positioniert, was eben je nach Handgröße oder Gripstyle ungünstig sein kann. Die Mausfüße sind, ja, Mausfüße eben, ausreichend gut, dass Aftermarket Skates nicht unbedingt nötig sind. Freiliegende Schrauben zum Öffnen des Gehäuses, wie die OP18K hat, hat die XM2 nicht. Es ist, wie gesagt, keine Neukonstruktion und so liegen die Schrauben unter den Glides. Ein paar größere Ersatzglides liegen der Verpackung bei. Apropos Verpackung, es ist jetzt nicht unbedingt wichtig, aber die Verpackung der OP18K ist das, was ich bei einer verkabelten Maus sehen möchte. So muss ein Kabel im Karton verlegt werden, so wie im Karton der XM2 nicht. Was das Shape angeht, so ist dieses ja bekannt und wenn wir den subjektiven Teil bei der Formbetrachtung mal außen vor lassen, dann ist es eines der besten Shapes überhaupt und ich kann nicht oft genug betonen, wie erholsam der Test der XM2 8K für mich war. Ich hatte Tränen vor Freude in den Augen, als ich mit der XM2 zocken durfte und das meine ich jetzt todernst. Es kann natürlich auch sein, dass mein Test davor der Logitech Superlight Dex war. Das Ding ist gegen die XM2 8K ein unhandlicher, klumpiger und sperriger sowie schwerer Plastikmüll. Schwer klingt jetzt vielleicht komisch, denn die Dex wiegt nur 57,7 Gramm und die XM2 8K 51,7 Gramm, also nur 6 Gramm Unterschied, aber anfühlen tut es sich eher wie 15 bis 20 Gramm. Aus dem Stand war mein Gameplay gefühlt viel agiler und die Mauskontrolle erheblich besser als mit der Dex. Und das liegt natürlich nicht am Gewicht an sich, sondern ganz sicher vielmehr am deutlich tiefer liegenden Schwerpunkt der XM2. Und das ist in meinen Augen neben der neuen Schaltertechnik der größte Pluspunkt der XM2. Die Breite gepaart mit dem niedrigen Schwerpunkt ermöglicht eine absolut solide Mauskontrolle. Beim Coating habe ich mich für die transparente Version entschieden, da ich dieses Coating besser finde. Besonders das normale schwarze Coating der Endgame Gear Mäuse finde ich nicht so prickelnd. Ich würde immer die weiße normale Version empfehlen oder die transparenten Frosted Varianten. Kurz ein Wort zur Software der XM2 8K. Es ist leider keine Websoftware. Es ist aber eine Download-Software, die sich übersichtlich und ohne Schnickschnack und Grafikspielereien auf das Wesentliche beschränkt. Ich mag sowas. Wichtig ist nur, beide GX-Schalter unter dem Menüpunkt Advanced Settings auf Speed Mode zu stellen, um von der 1,2 Millisekunden geringeren Latenz durch den oben liegenden Kontakt im Switch zu profitieren. Die Zahl daneben ist übrigens keine Debounce Time im üblichen Sinne, wie ihr euch das jetzt vorstellt, dass es den ersten Klick um 8 Millisekunden verzögert, sondern nur ein Filter, um einen zweiten ungewollten Klick zu vermeiden. 8 Millisekunden empfinden die Endgame-Gear-Entwickler als ideal. Wer allerdings ein Meister-Spammer ist und innerhalb von 8 Millisekunden es schafft, noch dreimal zu klicken, der kann die Einstellung auch gefahrlos runterstellen. Wir haben es getestet, es passiert nichts Schlimmes, nichts explodiert und Doppelklicks sind trotzdem nicht aufgetreten. Was ist denn nun unser Fazit zur XM2 8K von Endgame Gear? Schön, dass ihr fragt. Der Kontrast zur vorher getesteten Logitech Dex hat vielleicht dafür gesorgt, dass mein Testbericht zur XM2 8K etwas überschwänglicher ausfällt. Aber im direkten Vergleich sind einfach die schwammigen Seitentasten der Dex und auch der GPX2 absoluter Müll und die der XM2 zumindest die hintere so das Beste, was man machen kann. Die Glides der XM2 sind vielleicht nur gut, aber die der Dex oder insgesamt aller Logitech-Mäuse eine Frechheit. Ist Shape noch Geschmackssache und manche mögen vielleicht das klumpige Feeling bei der Dex oder das Kartoffeldesign der GPX, aber der niedrige Schwerpunkt der XM2 ist einfach eine herausragende Geschichte, besonders im Vergleich zu GPX und Dex, aber auch allgemein betrachtet. Aus Reviewer-Sicht ist natürlich auch noch die Einfachheit, die verkabelte XM2 zu testen, eine Sache, die positiv im Erbsenhirn bleibt. Alles funktioniert auf Anhieb, nichts muss man 100-mal machen und ständig aufpassen, ob da nicht auf einmal Aussetzer in der Polling Rate auftreten und so weiter. Alles funktioniert einfach direkt und ohne Verzögerung. Gesamtklicklatenz, Motion Delay, alles spitze. Es hatte sich schon abgezeichnet, weil auch die XM1 schon eines meiner favorisierten Shapes hatte. Natürlich könnte für mich auch die XM2 etwas kürzer sein, aber die gleichmäßig klickbaren und großen Seitentasten machen die XM2 und auch
schon die XM1-Serie zu einer der variabelsten Mäuse für unterschiedliche Grip-Styles und Handgrößen. Auf jeden Fall ist die XM2 rundherum eine gelungene bis perfekte Gaming-Maus und auf jeden Fall eine meiner absoluten Favoriten. Lexdoc. Over and out.